Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute haben wir eine ganz besondere Blätterfolge und zwar, ihr seht es selbst, der Gameboy Spieleberater. Ja, heute ist keine Club Nintendo Zeitschrift dran. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Vorweg, für diese Folge nehme ich jetzt mal ein anderes Objektiv in der Hoffnung, dass die Qualität noch einen Tick besser ist. Ich war eigentlich schon mit der Qualität sonst zufrieden, aber ja, ich würde mal sagen, Luft nach oben ist immer, ne? Aber ich würde sagen, wir schauen mal rein. Es sind wirklich viele Seiten, habe ich gesehen. 146, deswegen mal gucken, wie lange die Folge dauert. Und was erwartet uns? Super Mario, Dr. Mario, Golf, Tennis, Nintendo World Cup, NBA All-Star Challenge, F1 Race, Super RC Pro-Am, MotoQuest Maniacs, Spider-Man 8. Bevor ich das hier alles aufzähle, würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein, oder? Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. So, ja, wir starten gleich mit einem super-duper Klassiker, Super Mario Land. Obwohl, da fällt mir gerade ein, ich gucke mal, wann ist das überhaupt erschienen? Hat früher 19,80 Euro gekostet, auf jeden Fall. Noch vierstellige Postleitzahl 92. Okay, also am Anfang der Zeit. Deswegen werden wahrscheinlich noch viele, viele Klassiker fehlen. Aber ich meine, es gibt einen Spieleberater Nummer 2. Aber, na gut, Super Mario Land. Ich weiß nicht. Ich lese es immer wieder in Kommentaren von euch aus. Auch bei diesen Zeichnungen. Ich halte das mal so ein bisschen näher mal ran. Dieser Zeichenstil und alles, da kriege ich voll den Flashback an damals. Und ich glaube, Super Mario Land dürfte jedem Interessierten ein Begriff sein. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass die versucht haben, mit diesem Super Mario Teil so ein bisschen was anderes zu machen. Beziehungsweise gibt es da eigentlich auch eine ganz, ganz einfache Erklärung dazu. Und zwar hat das nämlich die DMG 1 Abteilung oder AMD, nicht DMG, Entschuldigung, AMD Abteilung 1 oder so gemacht. Auf jeden Fall die, die auch die Hardware gemacht haben. Und die haben natürlich so ein bisschen eine andere Perspektive auf das Spiel, was soll es bringen und so weiter. Und daher ist das Spiel natürlich auch so zum Teil vielleicht so etwas natürlich so Showcase, was kann das Spiel. Deswegen gibt es halt auch diese Shoot'em-up Level und sowas. Ich persönlich finde es schön, dass früher einfach mal ein bisschen mehr experimentiert wurde mit der Formel. Da war einfach alles noch nicht ganz so festgefahren, sage ich mal. Auch hier natürlich die verschiedenen Welten, ein bisschen Ägypten, ein bisschen ja, Atlantis oder unter Wasser kann man sagen, denn hier die Osterinseln, so hießen sie, ein bisschen China und so weiter, sehr schön. Natürlich viele, viele Tipps. Level 1 sollte jedem bekannt sein. Also bei dem Spiel gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz groß ein, weil wie gesagt, jeder von uns hat es wahrscheinlich schon mal gespielt, auf jeden Fall. Auf Ganschan reiten, okay, das ist ja interessant. Das habe ich gar nicht so im Kopf, aber das kann natürlich gut sein. Lustig fand ich bei dem Spiel auch, dass so eigentlich gewohnte Mario ja, Sachen, wie zum Beispiel diese Feuerblumen, die schießen sich da ja ganz anders. Die prallen ja so pfupp, gleich von unten ab, anstatt so, ich sag mal, eleganter zu fliegen oder wie will man das nennen? Ihr versteht schon, was ich meine. Ja, und ja, also in dem Magazin wird anscheinend auch sehr, sehr ausführlich ein bisschen gezeigt. Das erwartet euch, darauf müsst ihr achten und so weiter. Finde ich natürlich nicht schlecht. Und dann haben wir hier gleich Dr. Mario, einen Klassiker. Sehr, sehr schönes Rätselspiel. Auch das sollte jedem bekannt sein. Wobei ich persönlich einen Tetris nur einen Tick besser finde. Aber das macht natürlich hier ganz neue Variationen auf. Und zwar habt ihr diese zweifarbigen Pillen. Ihr habt nicht wie bei Tetris diese, wie viel sind es? 5, 6 verschiedene Form und die müsst ihr halt dann so kombinieren, dass diese Viren, die ihr hier seht, ich zeige es euch mal, auch das muss ich Spielprinzip nicht groß erklären. Ihr seht da in der Mitte bei dem Screenshot ja diese Viren und die müssen natürlich auch entsprechend farblich und müssen dann halt addiert werden. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 3 Farbblöcke müssen irgendwie über senkrecht oder waagerecht gestapelt werden, dann verschwinden die Dinger. Ja, wurde eigentlich ganz solide auf den Gameboy portiert, obwohl es ja eigentlich mit den Farben mäßig ja nicht ganz so einfach ist, weil der Gameboy ist natürlich monochrom und das sollte ja eigentlich oder erschien eigentlich für das NES und später kam es noch mit irgendeinem anderen Puzzlespiel für Super Nintendo raus. Aber da gab es natürlich die Farben, da wäre es eigentlich wesentlich einfacher zu kombinieren. Aber die haben das eigentlich ganz gut gelöst und eigentlich sehr, sehr übersichtliche Muster gemacht. Einmal schwarz, einmal weiß, ist klar, dann einmal so ein Grau. Und hatten sie noch so eine Farbe? Ich habe keine Ahnung.
Ist auch geil. Eine Examen. Frage 1. Wie löse ich das jetzt am besten? Das ist cool. Das finde ich sehr geil, weil die können hier logischerweise keine Level zeigen. Und vor allem hier, da müsst ihr erst hier lang und das machen, das machen. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass sie hier so in Ansatz gegangen sind von wegen, hey, das ist das Problem, wie würdest du das lernen, um so ein bisschen die Denkweise, die für das Spiel nötig ist, dann auch weiter zu portieren. Ne? Finde ich eine gute Idee auf jeden Fall. Ja, Golf. Golf. Ich kann da nicht zu viel sagen. Ich weiß, ein Kumpel hat das. Ich habe mir das auch damals in der Schule mal ausgeliehen. Aber ich muss beichten, ich bin bisher mit keinem Golfspiel so wirklich warm geworden, außer jetzt letztens The Golf Story. Das hatte ich mir von Limited One für die Switch geholt, weil das so ein bisschen Golf und RPG so ein bisschen mischt, aber diese ganz einfachen Golfspiele, ich weiß nicht, früher war ja der ganz große Hype mit Links und wie sie alle hießen. Aber ich habe, für mich hat sich diese Faszination wirklich nie erschlossen. Wobei natürlich Mario auch so ein bisschen pauschal reingetan ist. Und ja, es ist ein Golfspiel, was ziemlich basic ist, wie man sieht. Man hat anscheinend viele Kurse, nennt sich das, glaube ich. Keine Ahnung, die ihr spielen könnt. Aber ja, soll sehr solide sein. Tennis allerdings ist auch nicht unbedingt so mein Genre. Ich bin irgendwie immer zu schlecht dafür. Ich weiß nicht. Ich bin zu doof für Tennis-Videospiele. Ich weiß es nicht, warum. Aber ich bin zu doof. Aber auch das ist auf die Basics beschränkt. Da habe ich auch letztens einen Test zugemacht. Aber dadurch halt gut. Es bietet halt nicht zu viel unnötigen Schnickschnack oder irgendwie sowas. Es ist einfach nur gutes, solides Tennis. Es ist halt, ja, es fehlt, was so ein bisschen fehlt, sind natürlich so Optionen wie der Turniermodus, der einfach nicht da ist und so weiter. Ihr könnt zwar mit verschiedenen Stärken gegen den Computer spielen und so weiter, aber ach, ja. Ja, das war es schon, sehe ich gerade. Okay, gut. Was will man groß zu Tennis sagen, ne? Es ist ein Tennisspiel. Ihr habt zwei Schläge, einen normalen Schlag, einmal so Loopschlag. Ja, es ist gut, wenn ihr auf Tennis Bock habt, könnt ihr hier nichts falsch machen, aber mehr ist es halt auch nicht. Und das hier, auch dafür kürzlich einen Test gemacht, wunderbar. Ich habe das mit meinem Bruder auf dem NES damals hoch und runter gezockt, wirklich bis zum Erbrechen. Ich bin, wie man auch bei Golf und Tennis sieht, so allgemein jetzt nicht so der Sportspiel-Fanatiker-Fan. Aber das ist für mich wirklich das beste Fußballspiel aller Zeiten. Gerade weil es sich nicht so ernst an die, sag mal, Realvorlage hält. Man kann ja Leute umruppen, es gibt keinen Schiedsrichter. Die bleiben liegen, wenn man die 5000 Mal gefoult hat und so weiter. Und im Prinzip, das ist die Portierung des NES-Titels. Und es wurde wirklich sehr gut portiert, finde ich. Alles sehr gut übernommen, man hat verschiedene Mannschaften, die natürlich verschieden stark sind. Man kann auch so ein bisschen die Taktik einstellen und so weiter, aber na, ganz ehrlich, das ist Alibi-mäßig. Es gibt viele, viele Tricks, wie ihr dann irgendwie euch billig Tore holen könnt und so weiter. Es gibt verschiedene Untergründe, wo auch schon mal ein Acker ist, wo Steine drauf sind, wo man drüber stolpert und so weiter. Herrlich, also wirklich eine Empfehlung auch für Leute oder gerade für Leute, die mit Fußballspielen normalerweise nichts anfangen können. Ja, All-Star Challenge, Basketball. Ja, dann lieber die anderen Spiele. Also tut mir leid, aber ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich bin kein Basketball-Fan oder irgendwie sowas. Ich kenne mich da wirklich nicht mit aus mit dem Sport. Ich habe es in der Schule ein, zweimal gespielt, aber das war es dann auch. Ich habe die Faszination dafür, war für mich jetzt so gesehen nie wirklich da. Aber F1 Race habe ich damals gehabt, hatte so eine etwas größere Packung, wie man hier sieht, weil da so ein 4-Spieler-Adapter dabei war. Sehr, sehr schönes Rennspiel, habe ich hoch und runter gespielt. Ich glaube, ich habe das sogar damals, ist ein der wenigen Spiele, die ich mal über Linkkabel gespielt habe. Ihr könnt verschiedene Rennwagen aussuchen, auch da, ne? Dieser Zeichenstil. Ich weiß nicht, wie man diesen Zeichenstil nennen mag, aber ich finde den einfach klasse. Und hier haben sie auch so ein paar coole Strategien. Auch da nehmen sie natürlich, ihr könnt jetzt nicht Level für Level euch zeigen, aber so verschiedene Strategien finde ich super. Also es ist wirklich auf die Basics bezogen. Auch das Spiel, was auch so ein bisschen den Gameboy ausmacht allgemein, ist ja Spiel, die nicht viel Schnicki-Schnacki bieten, einfach sind, aber dadurch gerade, dass sie diese Basics gut machen, halt einfach fantastisch sind. Ne? Pures, einfaches Gameplay einfach.
Ja. Was zeigen sie hier? Der Startschuss wie hier. Ach so. Da zeigen sie nochmal hier mit diesem 4-Spiel-Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen habe. Zumindest damals, der diesen 4-Spiel-Adapter wirklich aktiv benutzt hat, ehrlich gesagt. Schade eigentlich. Oh, das schlachten sie aber ordentlich aus. Ne? Hier zeigen sie auch die einzelnen Rennstrecken. Es gibt 14 anscheinend. Jo. Es werden natürlich alle schwerer, irgendwie Australien fängt hier relativ einfach an, wenn man hier sowas sieht wie Holland, das ist dann noch wesentlich schwieriger, wobei es, glaube ich, nicht irgendwelchen realen Rennkursen nachempfunden ist, wüsste ich persönlich zumindest nicht. Halt, was sich halt ändert, je nach Land, ist halt diese Hintergrundgrafik, dass man halt in Australien, ich glaube, hier diesen Ayers Rock heißt der, sieht und in Russland zum Beispiel die, diese Kirche da am Roten Platz, ist das der Kreml? Nee. Gott. Panda und deine Geografiekenntnisse. Super AC Power M. Gleich auch ein geiles Spiel. Wie gesagt, also man merkt schon, dass sie hier wirklich schon die geilen Spiele hier reingepackt haben. Ich habe AC Power M auf dem NES hoch und runter gespielt. Und im Prinzip ist das so eine leicht abgewandelte Version davon für den Game Boy. Ihr spielt so kleine RC-Cars, müsst Sachen einsammeln. Die Ansicht ist halt interessant, dass das so eine leicht isometrische Draufsicht ist. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes Spiel von Rare damals gemacht worden. Finde ich auf den NES super, auf den Game Boy sowieso. Auch hier sehen wir so ein bisschen die Rennstrecken aufgeführt und so ein bisschen die Vor- und Nachteile aufgeführt. Das ist geil. Also hätte, ohne Scheiß, hätte ich dieses Heft als Kind gehabt, ich hätte das hoch und runter gebetet und wirklich jede Details mir ganz, ganz genau angeeignet. Wobei es eigentlich natürlich so aus der Retro-Perspektive, ja toll, sie zeigen es alle Strecken, toll. Wobei die Strecke schon irgendwie süß aussieht, oder? Ja, ja, die sieht heftig aus, da muss man ja nur Kurven fahren. Ja, ist ein super Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Genauso wie das hier. wobei ich finde, Motocross Maniacs hat so ein bisschen was von der Optik her vom Excitebike. Da weiß ich noch ganz genau, als ich es auf dem NES damals gesehen habe in den 80ern. Excitebike für das NES hat mich besonders fasziniert, dass es da so eine Art Streckeneditor gab. Man konnte halt so ein paar Stellen halt aufbauen und so weiter. Und das war damals revolutionär. Das gab es damals nicht so oft. Und ja, das Motocross Maniacs ist so gesehen vom anderen Hersteller, aber wie ich finde ein Nachfolger im Geiste quasi. Finde ich super, man fährt halt so ein kleines Motorrad, muss halt verschiedene Hindernisse überwinden und so weiter, mit Boost richtig umgehen. Sieht auf jeden Fall einfacher aus, als es ist und wie ihr seht, schon die erste Strecke. Wir müssen halt hier zum Beispiel den Boost zünden, dass er halt auch hier entsprechend rüberkommt und so weiter. Also müsst ihr wirklich taktisch vorgehen. Ich finde, ist ein nettes Spiel, macht echt Spaß und auch hier schlachten sie echt die Strecken aus auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung auch für dieses Spiel. Ja, beim dem Spiel tue ich mich schwer. Es ist Spider-Man. Eigentlich ist es nicht schlecht, aber ich habe so ein bisschen Trauma damals. Ich habe mir das als Kind damals wirklich ausgeliehen von einem Kumpel. Daran kann ich mich erinnern. Und ich war einfach voll enttäuscht, weil es ist eigentlich Spider-Man. Das heißt, es muss theoretisch geil sein, aber irgendwie war es nicht so geil. Was für mich halt so ein bisschen den Spielspaß verdorben hat, ist, dass die Steuerung so umständlich ist teilweise. Also wenn ihr das Netz nach oben schießen wollt, müsst ihr A und B-Taste, glaube ich, auf einmal drücken. Und das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war viel zu fummelig, das war unzuverlässig, dann war das Spiel nur relativ schwer. Schade, da hätte man mit ein bisschen mehr Feinschliff auf jeden Fall mehr rausholen können. Berühmt-berüchtigt sind auch diese Hochkletterpassagen hier mit dem Haus, ihr seht es selber. Ich weiß nicht, die Steuerung war komisch. Ich habe hier auch eine meiner ersten Quetzig-Serien deswegen damit gemacht. Bugs Bunny, Crazy Castle, auch das ist eine etwas bessere Lizenzversoftung, würde ich sagen. Wobei es eigentlich mit Bugs Bunny, ob das jetzt Bugs Bunny ist oder nicht, ich glaube, das ist in anderen Ländern auch unter einem anderen Franchise erschienen. Und zwar habt ihr so quasi so ein Raumlevel, ich zeige euch das mal. Das ist ein bisschen blöd zu erklären. Ihr seht das hier oben, das sind diese ein Raumlevels und ihr müsst halt diese Karotten einsammeln. Da ist halt jeweils, ne, komm, schalt mal scharf hier.
Er will nicht anscheinend. Ist auch in Ordnung, denn will er halt nicht. Aber ich weiß, es ist halt so, ja, Räume mit verschiedenen Türen, womit man halt auf verschiedene Ebenen kommt und man muss Karotten einsammeln, sowas. Halt so ein Action-Puzzler, sage ich mal einfach, ne? Ja, ist ein schönes, solides Spiel. Ist, wie gesagt, unter ganz vielen Varianten gerebrandet worden. Hugo gibt es zum Beispiel da eine Version von dem zweiten Teil und so weiter. Eigentlich ganz lustig. Kurzer Cut, entschuldigt bitte. Ja, Snoopy's Magic Show, auch eine Lizenzverwurstung, die mit der Vorlage eigentlich nichts zu tun hat, komischerweise. Aber hey, es ist auch hier ein Action-Puzzler, ein relativ einfacher. Und zwar müsst ihr die Viecher hier, glaube ich, eine einsammeln. Boah, ich habe einen Test dazu gemacht. Und das ist gar nicht so lange her. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spielprinzip genau ist. Daran sieht man mal, wie austauschbar das Spielprinzip auf jeden Fall ist. Weil ich weiß, müsst ihr halt alle die, boah, ich kenne mich im Snoopy-Universum nicht aus, wie heißen die Viecher, ihr wisst das wahrscheinlich. Die muss man halt entsprechend einsammeln und die Räume sind natürlich aufgebaut hier mit Einbahnstraßen und so weiter. Es wird natürlich immer komplizierter. Ja, Batman, was der Schrumpf-Batman ist. Auch davon habe ich schon einen Test gemacht. Boah, ich habe echt schon viele Tests gemacht, sehe ich gerade. Mal gucken, ob wir es fokussiert kriegen hier mit dem Screenshot. Ihr seht selber, der Batman ist nicht groß. Ja, das ist ein Action-Plattformer, hat so ein Tick was von Mega Man, ohne ganz an deren Klasse ranzureichen. Ist aber ein gutes Spiel. Sunsoft ist natürlich auch vor allem für seine wunderbaren Soundtracks bekannt, auf jeden Fall. Schönes Spiel, hat mit Batman an sich halt nicht so viel zu tun. Auch da hat man das Gefühl so, ja, also hätte ich mal das Batman genommen und das Sprite etwas verändert, hätte jetzt keiner gedacht, oh, das hätte eigentlich ein Batman-Spiel sein müssen, ne? Aber sowas gab es ja immer wieder. Aber ist ein gutes Spiel. So ist es nicht. Boah, das sagen sie jetzt aber sehr, sehr ausdauernd auf jeden Fall. Quasi das komplette Spiel. Krass. Oh, DuckTales. Wunderbares Spiel. Habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Und wo hier der Mond steht, ah, das Moon-Theme. Es hat eigentlich mit dem besten 8-Bit-Soundtrack, den ich mir so vorstellen kann. Oh, so, der Mond ist irgendwie voll komisch gemalt. Ne? Guckt euch das mal an. So würde man das heute auch nicht mehr machen. Auf jeden Fall ist es ein schöner Plattformer oder Jump'n'Run. Ja, ich glaube, die meisten von euch werden es kennen. Es gab mal ein Remake, was da, glaube ich, zumindest mittlerweile aus so manchen E-Shop wieder rausgenommen wurde, aus Lizenzgründen. Ihr spielt den Onkel Dagobert mit seinen Pogo-Stick, habt Attacken und so weiter. Es ist ein bisschen freier, so ein bisschen an Mega Man angelehnt, dass ihr die verschiedenen Missionen euch frei auswählen könnt und so weiter. Ihr müsst ein bisschen erkunden und so weiter. Wunderbar, wunderbar, ist auch gut durchspielbar, was ich halt schön fand, oder fand damals und finde, es gibt halt zwar einen Modi, aber einen einfachen Modus, der ist wirklich relativ einfach, den kann man relativ locker durchspielen und dann etwas schwereren auf jeden Fall. Mag ich sehr das Spiel, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, habe ich auch in meiner Sammlung in der NES-Version, nicht umsonst auch mit OVP. Ich bin ja nicht so der OVP-Sammler. Ja, diese Spiele sind leider bei mir an damals komplett vorbeigegangen. Die Turtles Brawler, herrliche Spiele. Habe ich mittlerweile alle drei zum Glück in meiner Sammlung. Wobei der dritte Teil so ein bisschen aus der Art schlägt, sage ich mal, und eher in Richtung Metroidvania geht. Aber super Spiel, sehr, sehr schön, hätte ich damals geliebt. Ich denke mal, ich war damals großer Turtles-Fan und viele von euch damals auf jeden Fall auch. Gehe ich von aus, das war voll die Hype-Zeit. Und hätte ich gewusst, dass es das Spiel für den Gameboy gab, ich hätte es auf jeden Fall hoch und runter gespielt bis zum Erbrechen. Ja, ist ein klassischer Brawler, ne? Ihr geht da durch Level, könnt euch die verschiedenen Turtles halt aussuchen, die mit verschiedenen Waffen dann agieren. Ja, Attacken und sowas, es gibt natürlich jetzt keine großen Spezialattacken und so weiter, aber das ist ja mit den kleinen Buttons auf dem Gameboy ja auch nicht unbedingt so einfach umzusetzen. Verschiedene Örtlichkeiten natürlich, wie immer. Ja, oh, Gremlins 2, oh. Da haben wir den ersten schlechten Titel hier drin. Also, wie ihr seht, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Plattformer, Gremlins, natürlich ein Film, kennt jeder, denke ich mal.
Komisch auch, dass sie das so für Kinder so vermarktet haben, ne? Weil der Film an sich ist ja eigentlich eher so Gruselrichtung, sage ich mal. Ist eigentlich komisch, dass sie das dann auch so hier sogar in diesem Magazin vermarkten. Das wundert mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, so einen Tick. Aber hey, ja, das Spiel ist halt kacke. Das ist das Problem, weil es halt super schwer ist. Ihr habt keine vernünftigen Waffen, das Sprungverhalten ist irgendwie komisch. Ja, macht keinen Spaß. Und das schlacht sie echt aus sich gerade. Ich bin gerade echt etwas schockiert, dass so ein schlechtes Spiel hier so in der Gänze ausbreiten. Ha! Castlevania ist besser auf jeden Fall. Wobei der erste Teil ja nicht so ganz der Burner ist. Also er ist nicht so wirklich schlecht, aber spielt sich halt sehr langsam und so weiter. Ich weiß nicht, wenn das Video erscheint. Ich habe auch schon einen Test zu Castlevania 2 Belmont's Revenge gemacht. Das müsste dann, je nachdem wann das Video erscheint, ist er schon erschienen oder wird erscheinen demnächst. Das ist auf jeden Fall wesentlich besser. Das fühlt sich halt so ein bisschen sperrig an. Auch der zweite Teil, das steuert sich alles relativ langsam. Der Belmont, der ist halt nicht so der Mario, der überall rumhüpft und so weiter, ne? Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch den ersten Teil jetzt nicht so intensiv reingespielt. Es ist nur das, was man halt immer hört. In den zweiten Teil habe ich jetzt reingespielt. Irgendwann schnappe ich mir den auch mal, um dann euch mal eine genauere Analyse zu geben oder Meinung. Aber auch das zeigen sie ausführlich. Gargoyles Quest, ja. Wunderbares Spiel. Wir haben das Ruder so etwas rumgerissen, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall bei den guten Sachen. Gargoyles Quest habe ich so eine seltsame Geschichte irgendwie. Ups, bin ich an die Kamera gekommen. Entschuldigt, ihr habt keinen Erdbeben. Ich, Idiot, bin an Stativ gekommen. Ich habe mir es damals von einem Kumpel ausgeliehen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Ihr habt ja auch immer so mit Kumpels getauscht und so weiter. In der Grundschule. Englischkenntnisse? Eher mau, würde ich sagen, weil bei uns damals, da gab es halt noch kein Englisch in der Grundschule, sondern erst ab der 5. Klasse. Das heißt, kein Wort verstanden und es spielte sich dann einfach etwas komisch. Also das war halt dann irgendwie verwirrend, weil man war eigentlich eher so geradlinige Sachen gewohnt und da war plötzlich ein bisschen Gelaber, da war so eine Karte und dann war man hier in so 2D-Abschnitten. Damit kam ich irgendwie nicht zurecht. Das war irgendwie so, das war mir zu anders irgendwie. Und ich habe durch das Englische halt nicht gerafft, was das ist. Das heißt, ich habe so dieses Spiel damals gar nicht verstanden. Aber natürlich jetzt in der jetzigen Zeit nachgeholt. Das war nicht umsonst eines meiner ersten Tests. Macht sehr, sehr viel Spaß. Also ihr habt eine Oberkarte und wenn ihr kämpft oder irgendwo hin müsst und so weiter, dann gibt es halt die normale Plattformer-Level, wo ihr dann reingezoomt wird. Ihr spielt halt diesen Gargoyle aus, ach, sag schnell, Ghouls and Ghosts, wo der ja quasi als Feind auftritt und das spielt im selben Universum und wenn ich das richtig im Kopf habe zumindest und ich spiele halt diesen Gargoyle und so weiter, ist mal was Nettes. Ist halt sehr schwer, klar, aber ist halt cool, weil der halt so ein bisschen schweben kann. Wie ihr seht, sind halt die Level auch ein bisschen vertikal aufgeteilt und so weiter, aufgebaut. So ist das Wort. Sehr, sehr cooles Spiel auf jeden Fall, wie gesagt, nicht einfach, aber ist schon geil, aber damals ohne Englischkenntnisse, ich war einfach zu trottelig, würde ich sagen. Quirk, das hatte ich als Kind, ich sehe schon, also ich habe gar nicht mal so zumindest gespielt, da habe ich viele hier Mods. Ha! Ja, sehr, sehr schönes, geiles Puzzlespiel. Also wenn ihr das Cover seht, natürlich hier so eine Tomate mit einem grünen Iro, mit einer Sonnenbrille und so weiter, da denkt man sich, Alter, was für Droge haben die sich genommen, ne? Aber es ist ein sehr, sehr geiles Puzzlespiel. Auch hier zeige ich euch das mal so ein bisschen. Also ihr habt so die einzelnen Level und da habt ihr halt so Weichen und so weiter. Und ihr müsst halt im Prinzip euren Weg zum Ausgang finden. Und das ist je nachdem natürlich nicht so ganz einfach, aber es spielt sich sehr, sehr, sehr flott. Wenn ihr euch etwas verbaut habt, ihr könnt euch per Knopfdruck könnt ihr das ganze Level resetten und sofort wieder neu anfangen und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe ich immer und immer wieder probiert. Das zeigen sie auch so ein bisschen die Lösung und so weiter. Also man sieht, man muss hier Steine verschieben so ein bisschen und weichen und so weiter. Auch das war nicht umsonst eines meiner ersten Tests auf jeden Fall. Da gibt es natürlich hier Easy, Average und Hard.
ja, macht Spaß auf jeden Fall. Also wenn ihr Bock auf einen etwas ungewöhnlichen Puzzler habt, würde ich euch Quirk auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Vor allem, weil das Modul, glaube ich, auch nicht wirklich teuer ist. Ja, Nemesis, schönes Shoot'em'up natürlich. Also Gradius ist das, glaube ich, eigentlich, ne, oder? Habe ich das richtig im Kopf oder bringe ich da jetzt wieder zwei Sachen durcheinander? Keine Ahnung. Schönes Shoot'em'up, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Shoot'em'up spiele ich eigentlich ganz gerne, ist aber nicht unbedingt so mein Genre, was ich jetzt super beherrsche, ehrlich gesagt. Ich habe damals eigentlich eher A-Type gehabt, was ich hoch und runter gespielt habe. Aber ist natürlich ein absolut solider Shooter. Ach, wo wir aber A-Type sind. Da haben wir es. Das habe ich wirklich damals hoch und runter gespielt. Wurde auch sehr, sehr gut portiert, finde ich. Also wenn man auch so ein bisschen andere Versionen sieht. Da habt ihr halt als Besonderheit, dass ihr dieses Pot habt, sage ich mal, was ihr in verschiedene Sachen anwenden könnt. Entweder hier vorne als Schutzschild oder hinten andocken, dass ihr nicht angegriffen werden könnt. Oder das schwebt halt so ein bisschen vor euch und erledigt Gegner und so weiter. Sehr, sehr schön, auch so ein bisschen von der Levelgestaltung. Also für mich hat A-Type eigentlich so einen speziellen Platz im Herzen. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil ich es damals hatte und immer wieder gespielt habe und immer wieder gescheitert bin. Ich kam, ich glaube, nie weit. So viertes Level vielleicht oder sowas. Also irgendwie ganz komisch. So Gameboy-Spiele, die ich damals durchgespielt habe, die kann ich echt an der Hand abzählen. Das waren gar nicht so viele, komischerweise. Aber gut, die Spiele sind ja auch nicht wirklich einfach gewesen. Ne? Und man konnte ja nicht cheaten oder irgendwie sowas. Also schon über Umwege, aber ja. Aber hier war es sehr, sehr schöne Spiele auf jeden Fall. Ja, Chessmaster. Ja. Ich würde sagen, Schach. Ich frage mich, ach, hier klären sie so ein bisschen die Schachfiguren und so weiter. Ich wollte gerade sagen, wieso sind die Screenshots plötzlich farbig? Ja, ich habe jetzt mal letztens einen Podcast irgendwo gesehen. Also, ich denke mal, dieses Cover hier. Das dürfte dem meisten von euch bekannt sein. Das war sehr, sehr präsent in irgendwelchen Magazinen als Werbung und so weiter. Ist eine sehr, sehr bekannte Schachspielserie, wohl Chessmaster mit verschiedenen Ablegern und so weiter. Ja, also ich denke mal, es wird ganz gut sein, aber ich sage jetzt mal nicht so viel. Ist halt Schach. Das war alles meine Enttäuschung in der Kindheit. Rescue of Princess Blobette und viele mögen das Spiel oder auch den NES-Teil, aber ich habe es nie verstanden. Auch damals, ich weiß nicht ganz genau, zu Ostern bekommen und das sah so cool aus mit einer Burg und hier von wegen mit einem Blob und so weiter. Das ist doch herrlich. Ja, ist halt ein Action-Puzzler, sag ich mal. Man muss seinen Blob mit verschiedenen Jellybeans, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen so füttern und dann verwandelt er sich halt zum Beispiel hier in einen Schlüssel, einen Regenschirm und so weiter. Aber auch diese Dinger waren halt alle auf Englisch, ne? Also sowas wie Lime, Vanilla, okay. Cola kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen denken und sowas, aber Tangerine und sowas, ein Trampolin und so weiter. Ich glaube, das war halt nirgendwo groß im Spiel kommuniziert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das im Handbuch stand. Deswegen hätte ich dieses hier gehabt, das wäre mir auf jeden Fall eine große Hilfe gewesen. Und mit diesen Sachen müsst ihr halt verschiedene Rätsel lösen, um halt die Prinzess Blobette aus ihrem Gefängnis zu befreien. Ja, damals nicht gerafft. Heute ehrlich gesagt verstehe ich die Faszination auch nicht so ganz, weil es ist so etwas langweilig. Die Musik ist wirklich sehr eintönig. Das Levelaufbau ist, man muss schon so manchmal etwas zwanghaft um die Ecke denken und so weiter. Ah, kein großer Fan, okay. Hier hätte ich auf jeden Fall das hier gebraucht, um ein bisschen weiterzukommen. Weil ne, jetzt hatte damals keiner und weil man nicht weiterkam, dann war man aufgeschmissen, wenn das keinen Freund hatte oder sowas. Das war halt einfach so. Ja, Escape from Camp Deadly, natürlich das Simpsons-Quotenspiel ist hier drin, ist scheiße ohne Ende. Ist scheiße ohne Ende. Es war, glaube ich, mit einer meiner ersten Quetzig-Serien. Leider alle Simpsons-Spiele damals waren gefühlt kacke. Es gab manche, die waren weniger kacke, aber keins war gut. Das Spiel, weiß ich gar nicht, ob ich das damals gespielt habe. Es kann sein, ich kann mich eventuell ganz, ganz dunkel erinnern. Wo ich mich aber erinnern kann an ein Simpsons-Spiel, ist Bart vs. The Juggernauts. Das habe ich aber damals von einem Kumpel geliehen und kam auch nicht weit, weil es auch so frustrierend kacke war. Es war einfach kacke. Ich weiß nicht. Nee.
Finger weg von diesem Spiel, ist kacke. Was nicht kacke ist, ihr wisst, dass ich so ein bisschen einen Spiele-Crush quasi hier habe. Ich habe es mir nicht umsonst bei dem letzten Retro-Battle gewünscht und so weiter. Und immer mal wieder hört auch die Musik im Hintergrund und so. Herrliches Spiel. Auch wenn es damals so eine kleine Enttäuschung war, aber so geht es vielen laut Kommentaren. Ich habe hier so einen Conan, der barbarmäßig mit Schwert gegen Skelette kämpft und man startet das Spiel. Ja, mal gucken, ob ich es hier ranhalten kann. Ihr habt es wahrscheinlich sonst alle vor Augen. Da haben wir den Charakter. Es ist ein Ritter in voller Rüstung. Ja, eingehend neutral betrachtet ist das Spiel gar nicht so geil. Das Sprungverhalten ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist relativ schwer. Man hat viele Sprünge so, die etwas ungewiss sind und so weiter, aber irgendwie, es hat einen fantastischen Soundtrack, finde ich. Hat das Ganze so einen besonderen, das Spiel einen besonderen Platz bei mir im Herzen. Mein Gott. Zu lange am Stück labern, aber schön, dass wir es hier mit rein haben. Sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. So, die Gameboy-Kurzübersicht. Ach, guck mal an, jetzt haben wir hier nur eine Kurzübersicht. Anyway, super. Blades of Steel, super, super, super. Die drei habe ich damals gehabt, wobei ich das, glaube ich, mir eher ausgeliehen habe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Alleyway ist halt ein normaler Breakout-Klon von Nintendo, erschien auch relativ zum Start. Ist solide, bringt nicht viel auf den Tisch. Blades of Steel ist eine Eishockey-Simulation und ich fand ich damals fantastisch. Ich konnte damals nicht mit dem Eishockeysport anfangen, ich konnte heute nichts mit dem Eishockeysport anfangen, aber das war super, man konnte sich da kloppen und so weiter. Sehr, sehr schönes Sportspiel, sehr, sehr kurzweilig, sowohl auf dem NES als auch auf dem Gameboy. Absolut empfehlenswert. Bubble Bobble, ja, gute Konvertierung des Spielhallen-Klassikers. Buray Fighter Deluxe, auch ein Shoot'em-up, finde ich sehr, sehr schön. Ach, finde ich aber cool, dass sie ja auch reinschreiben mit Passwortfunktion und so weiter. Das finde ich cool. Was ich hier halt cool fand, war, dass man 8 verschiedene Richtungen schießen kann. Man spielt also kein Raumschiff, sondern so einen Typen im Raumanzug quasi. Und was ich hier toll fand, war, wenn man hier an die Decke oder sowas kam, dann explodierte man nicht. Und das fand ich halt sehr, sehr cool. Was haben wir hier noch? Chase HQ. Yep, habe ich auch einen Test zu gemacht. Ist, ja, Dyna Blaster habe ich damals, geliebt hatte ich damals. Ist halt im Prinzip Bomberman, halt so ein bisschen mit, ich sag mal, Story, Singleplayer-Modus und so weiter, wo man verschiedene Power-Ups freischalten kann, wo es verschiedene Welten gibt und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, habe ich damals gesuchtet, ohne Ende auf jeden Fall. Kung Fu Master hatte gefühlt damals jeder. Also entschuldigen, wenn ich jetzt so meinen Tonfall etwas wechsle, aber dir ist eine Kurzvorstellung, also sage ich heute auch eine Kurzvorstellung, ne? Super, sehr, sehr einfach, aber macht Spaß, hat auch jeder gehabt. Otello vom Brettspiel. Pac-Man ist Pac-Man. Paperboy, ich hatte damals Paperboy 2. Wie der erste Teil ist, kann ich gar nicht sagen, aber Paperboy 2 ist auch so eine Sache. Ha. Ja, Paperboy halt, ne? Also die Faszination für dieses Spiel habe ich persönlich auch noch nie so wirklich verstanden, aber ja, ist okay. Aber eigentlich langweilig und ziemlich schwer. Ja, Side Pocket, ein Billardspiel, habe ich hier ewig liegen, wollte schon ewig meinen Test zu machen. Pinball Revenge of the Gator hatte ich auch damals. Schönes Flipperspiel, hat nur einen Tisch, habe ich auch damals immer mal wieder rausgeholt, obwohl ich eigentlich so ein Flipper-Fan bin. Skate or Die, Bad and Red, Scheißspiel, Finger weg, Minispielsammlung quasi mit Skateboards, Finger weg, ist alles kacke, Leveldesign, Steuerung, kacke. Finger weg, bitte, bitte. WWF Superstars, Wrestling-Spiel, habe ich hoch und runter gespielt. Ich glaube, auch das hat bei euch, von den meisten von euch, einen besonderen Platz im Herzen auf jeden Fall. Solar Striker, ja, auch am Anfang erschienen, auch von RNG1, glaube ich. Aber jedenfalls Shoot'em'up, das wirklich nichts Besonderes bietet. Und das im positiven Sinne quasi, weil dafür das, was es macht, macht's super. Auch sehr schwer natürlich. Ja, Solomon's Club, auch eine schöne Portierung von dem NES-Titel und Tetris natürlich, ich muss von Tetris nichts mehr sagen. Zubehör, diese Gürteltasche, ich suche die immer noch, werde immer die am besten noch original verpackt zu verkaufen, zu tauschen hat, bitte bei mir melden, die hatte ich nämlich damals und die will ich auf jeden Fall wieder haben. Ja, das Ding hatte ich auch. Also ich weiß nicht, ob ich das Original hatte, aber ich hatte auf jeden Fall eine Lupe mit einem Licht drin. Und das brauchte man nämlich, weil das Ding hatte ja keine Hintergrundbeleuchtung. Ihr kennt alle das Problem. Und immer mit Licht da drauf und so weiter. Und diese Lupe, die war mir im Prinzip gar nicht so wichtig, aber dass halt das beleuchtet wurde, das war wichtig. Ja,
Dann haben wir hier den 4-Spiel-Adapter, ja, Entschuldigung, für den F1 Race. Ja, dann haben wir hier den Akku, den hatte ich auch damals. Der war quasi Pflicht, weil man quasi auch eigentlich spricht es gegen den Gameboy, dass man das einfach am Strom spielen konnte. Das fand ich gar nicht so verkehrt. Ach so. Jetzt zeigen sie, hey, du machst auch den Gameboy, machst auch NES. Sehr geil. Dass sie das nur versuchen hier zu verkaufen. Der Super Mario Bros. 3, dazu sage ich jetzt nicht viel. Es geht ja hier um Gameboy. Ne? Club Nintendo, waren wir alle drin. Ha. Das sind wir schneller durch, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir sind ja länger dran, aber nun gut, diese ganzen Level-Aufbauten und so weiter, die müssen wir ja nicht zum Erbrechen alle durchgehen. Ne? Aber ich finde, eine solide Spieleauswahl, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Titel auf jeden Fall da drin. Bei manchen kann man sagen, hä, warum das da drin ist, da floss wahrscheinlich so ein bisschen Marketinggeld oder ähnliches. Aber auf jeden Fall ein schönes Ding. Ich habe jetzt auf der Börse, war es ja mal ein Schnäppchen, in den Superzustand 10 Euro bezahlt. Bereue ich auf keinen Fall den Kauf. Und ich finde es immer herrlich, in solchen alten Magazinen oder, ne, Druckerzeugnissen, sage ich es mal, herumzublättern, und ihr habt ja auch Spaß dabei zuzugucken. Und deswegen bedanke ich mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben, meine fantastischen Leute, und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.